Die Küsten eines Landes sind offene Grenzen. Offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich die Bundespolizei, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache. Kinder zuerst. Ja, das passt schon. Micky, ich kann selbst auf mich aufpassen. So. Jo. Was ist los? Hier, nimm. Auf die Kapitäne der Zukunft. Oh, auf die Kapitäninnen. Oh. Auf die See. Auf uns. Und auf die Freundschaft. Wer es glaubt, hm? Hör auf rumzustänkern. Komm, ihr reißt euch heute Abend mal zusammen, ja? Ja. Also, Prost. Prost. Bis dann. So, Freunde, ich will euch weinen hören. Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss, ist alle wieder. Und macht das Herz uns schwer. Der Himmel hört sich über das Land. Ade, auf Wiedersehen. Wir ruhen all in Gottes Hand. Lebt wohl, auf Wiedersehen. Den Abschied, Brüder, schließt den Kreis. Das Leben ist kein Spiel. Gelangt ans große Ziel. Der Himmel wölbt sich übers Land. Ade, auf Wiedersehen. Wir ruhen all in Gottes Hand. Lebt guten Morgen. Hast du was gesagt? Ja. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Kannst du mal bitte das Licht ausmachen? Hier, nimm. Ich wollte sowieso gerade die anderen wecken. Schon sehen, was sich da verfangen hat, verstanden? Noch nichts Genaues, aber da hängt definitiv was dran. Morgen. Aufstehen. Ihr Schnarchnasen. Kaffee ist fertig. Hey, ach, die Kila. Haben Sie schon spät. Micky? Thank you.
Mensch. Schläft er in irgendeiner Ecke seinen Rausch aus? In was denn für einer Ecke? Ich habe das Boot dreimal abgesucht. Vielleicht liegt er ja schon längst zu Hause, schön gemütlich in seinem Bett. Und wie soll er da bitte schon hingekommen sein? Ohne Beiboot und alles. Außerdem würde Miki sowas nie tun. Bist du dir so sicher? Mitte 20, keine Ausweispapiere. Todeszeitpunkt vor ca. 6 Stunden. Er ist vermutlich nicht ertrunken. Todesursache könnte diese Verletzung sein. Ein Sturz? Oder Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Es sind kleine weiße Splitter zu erkennen. Vermutlich von einer Flasche. Also kein Unfall. Kapitän, gerade kam ein Notruf rein. Von einem Kutter, auf dem gefeiert wurde. Einer der Passagiere wird vermisst. Miki Hofer hat dunkle kurze Haare, ca. 1,88 groß, schlank, gekleidet mit einem blauen Kapuzenpulli und einer Jeans. Wir nehmen Kurs auf den Kutter. Jo. Wir haben letzte Nacht unser Examen gefeiert. Haben Sie ihn gefunden? Ja, wir haben jemanden geborgen, auf den Ihre Beschreibung passt. Gesagt, dass er wieder auftaucht. Wo ist er? Was ist mit ihm? Ist er? Wir haben einen Toten geborgen. Es tut uns sehr leid. Hofers Kabine gibt es Blutspuren und weitere Glasscherben. Und das hier habe ich unter seiner Kuh gefunden. Das gehört Jochen. Ja, haben Sie das? Das haben wir in der Mikis Kuh gefunden. Sieht sie nur jetzt keine falschen Schlüsse? Nicht, wenn Sie mir erklären können, wie es dahin kann. Miki war ziemlich blau.
Hab ihn auf seine Kabine gebracht, dabei wird es mir wahrscheinlich aus der Tasche gefallen sein. Sie haben also direkt neben der Kabine von Micky Hofer geschlafen. Ist Ihnen da irgendwas aufgefallen? Geräusche? Schreie? Wieso haben Sie und Micky eigentlich getrennt geschlafen? Naja, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber... Also Micky, er hat geschnarcht. Ziemlich laut sogar. Aber ich kann dann einfach nicht einschlafen. Der Form halber weise ich Sie darauf hin, dass Sie die Aussage verweigern können. Also, wann haben Sie Micky Hofer das letzte Mal gesehen? Muss so gegen 2:30 gewesen sein. Ina war schon im Bett. Ich habe Micky in seine Koje gebracht und bin dann aus der Kabine gegangen. Und Sie sind sich völlig sicher, dass Micky zu dem Zeitpunkt noch gelebt hat? Natürlich, der hat geschnarcht wie ein Holzfäller. Wie war Ihr Verhältnis zu ihm? Wir waren Freunde. Micky, Lina, Jochen und ich. Wir haben alles zusammen gemacht. Für die Hochschule gelernt. Gefeiert. Urlaub. Einfach alles. Frank Gödersen. Haben Sie mit der Gödersen Sea Line zu tun? Das Unternehmen gehört unserer Familie. Mein Urgroßvater hat es gegründet. Wir sind Reeder in der 4. Generation. Dann hat die Seefahrt in Ihrer Familie ja richtig Tradition. Allerdings. Es gab also öfters Streit zwischen Jochen und Micky. Warum ging es da? Was weiß ich. Das übliche Männerding halt. Nichts Besonderes. Jochen fühlte sich immer zurückgesetzt. Gegen Micky konnte er einfach nicht punkten. Und das hat ihn gewurmt. Naja. Jochen musste sich irgendwie immer doppelt anstrengen. Trotzdem hat es nicht gereicht, der Bessere zu sein. Im Studium, beim Segeln, beim Tauchen, bei den Frauen. Micky war da viel lockerer. Halten Sie es für möglich, dass Jochen Micky aus Eifersucht getötet hat? Aus Eifersucht? Eifersucht auf Mickys Erfolge zum Beispiel oder auch auf seine Beziehung zu ihm? Was meinen Sie? Ich habe den Eindruck, dass Sie Jochen eine ganze Menge bedeuten. Ach so. Das meinen Sie? Nein. Nein, da ist nichts. Wir sind befreundet, das ist alles. Hören Sie. Jochen kann zwar manchmal ein echter Stinkstiefel sein, aber er ist ganz bestimmt kein Mörder. Der Obduktionsbericht hat es bestätigt. Micky Hofer war bereits tot, als er ins Wasser fiel. Der Todeszeitpunkt war gegen 3 Uhr morgens. Die tödliche Kopfverletzung stammt vermutlich von einer Sekt- oder Champagnerflasche, die bei dem Schlag zu Bruch gegangen ist. Die Partikel in der Wunde passen zu den Splittern, die in der Kabine gefunden wurden. Also dann ist er da auch erschlagen worden. Aber wieso hat es keiner gehört? Naja, so wie es auf dem Schiff aussah, war die Party wahrscheinlich ziemlich laut. Die KTU untersucht die Splitter und Partikel, aber die Chance, eine Spur zu finden, ist sehr gering. Und der Flaschenhals, an dem noch am ehesten Fingerabdrücke zu finden wären, ist verschwunden. Ja, vermutlich hat der Täter ihn mitsamt der Leiche über Bord gehen lassen. Was wissen wir inzwischen über das Opfer? Micky Hofer hat, wie die anderen Partygäste auch, 8 Semester an der Hochschule für Nautik studiert. Vor einer Woche war die letzte Prüfung. Micky hat ein glattes 1er-Diplom gemacht. Nicht schlecht. Also, das hat in meinem Jahrgang keiner geschafft. Ja, ich habe auch an der Hochschule studiert. Sie ist dafür bekannt, dass sie die Bestnote wirklich nur in Ausnahmefällen vergibt. Was ich sehr löblich finde. Heutzutage kann man ja auf dem Zeugnis eh nichts mehr geben, da immer alles gleich sehr gut ist. Ja, also Micky hat in einem Studentenwohnheim gewohnt. Seine Eltern scheinen so ein bisschen alternativ drauf gewesen zu sein. Sein Vater arbeitet in der Dominikanischen Republik als Tauchlehrer und seine Mutter hat bis zuletzt auf einem Ökobauernhof gelebt. Vor 2 Jahren ist sie dann an Krebs gestorben. Was wissen wir über Jochen Seifert? Der junge Mann, dessen Feuerzeug in der Kabine lag? Keine Vorstrafen oder andere Auffälligkeiten. Vater Maurer, Mutter Hausfrau. Das Studium war ihm nicht gerade in die Wiege gelegt. Und die Kommilitonen?
Alles brave Akademiker. Frank Gödersen ist sogar mit dem Dekan der Hochschule verwandt. Dieser Professor Lübcke ist Gödersens Onkel. Professor Lübcke? Der hat meine mündliche Prüfung abgenommen. Na gut, Frau Stahl. Fahren Sie mal hin. Sehen Sie das Zimmer von Micky Hofer an. Hören Sie an der Hochschule mal um. Ich will alles über ihn und seine Kommilitonen wissen. Jo. Lassen dürfen. Wäre das alles nicht passiert, Micky würde jetzt noch leben. Das ist doch nicht deine Schuld. Es war ein Unglück. Vielleicht ist er einfach noch mal aufgestanden und über Bord gefallen, so besoffen wie der war. Und was ist mit der Kopfverletzung? Vielleicht ist er an der Kinn gefallen? So ein Quatsch. Dein Feuerzeug lag in seiner Kabine. Du warst doch bei ihm. Pass mal auf, wenn es so ist, kann es jeder von uns gewesen sein. Du auch. Ach ja? Das wüsste ich aber. Du hast Micky noch nie richtig leiden können, weil er dir ständig alles vor der Nase weggeschnappt hat. Was ist das? Halt auf damit, halt auf! Dann wird Micky auch nicht wieder lebendig, wenn wir uns hier zerfleischen. Guten Tag. Ist ja lustig, genau hier haben wir auch immer gesessen und Formeln gelernt. Schiffsbetriebsstatik, Mann, ich dachte, das kapiere ich nie. Naja, ich war gerade auf dem Weg ins Wohnheim, wollte mir Mickys Zimmer ansehen. Natürlich. Ach, sagen Sie, hält Professor Lübcke eigentlich immer noch montags seine Vorlesung über Seehandelsrecht? Sie kennen ihn? Ja, ich kenne Ihren Onkel. Hat meine Diplomarbeit betreut. Ja, gibt er noch. Hausarbeiten für das Seminar Meereskunde 2 bitte auf diesen Stapel. Frau Stern? Ja, das ist ja eine Überraschung. Ich hoffe, ich störe Sie nicht zu sehr bei Ihrer Arbeit. Ach, Ivo. Und wenn schon, von Ihnen lasse ich mich doch gerne stören. Guten Tag. Hallo. Setzen Sie sich doch bitte. Kann ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten? Mhm. Ah, ist schon schön, wieder hier zu sein. Wussten Sie eigentlich, dass ich Ihnen eine ganze Menge verdanke? Ich meine, wenn Sie mich damals nicht ermutigt hätten, dann hätte ich ja nie... Bitte Sie. Ihre Leistung war doch immer ausgezeichnet. Das Einzige, was ich getan habe, Ihrem Selbstvertrauen ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Offensichtlich mit Erfolg, Frau Kommissarin. Ja. Ich bin leider auch aus einem beruflichen Anlass hier. Micky Hofer. Schreckliche Geschichte. Ach, Sie wissen schon Bescheid? Ja, natürlich. Die Nachricht ging hier um wie ein Lauffeuer. Eine Tragödie. Er war der Jahrgangsbeste und er hatte schon den ersten Schritt auf der Karriereleiter getan. Wie, so schnell? Ja. Eine Stelle als nautischer Offizier bei Gödersen Sealer. Ich versuche doch immer, meine Absolventen zu vermitteln. Und dieses Jahr waren es Micky Hofer und Jochen Seifert. Wir wissen, dass es immer wieder Spannung gab zwischen Micky und Jochen. Können Sie sich vorstellen, dass das auch mit dieser Jobsuche zu tun hat? Ja, der Druck auf die Bewerber ist doch sehr hoch. Es wäre Augenwischerei, da nicht von harter Konkurrenz zu sprechen. Hm. Frau Stern, tun Sie mir einen Gefallen. Sollte sich der Mordverdacht gegen einen meiner Studenten erhärten, informieren Sie mich bitte so schnell wie möglich. Es kommt nämlich einiges auf mich zu. Der Imageschaden für unsere Einrichtung wäre immens. Das sind die Sachen aus Micky Hofers Zimmer im Wohnheim. Hier eine Kopie seiner Bewerbungsunterlagen bei Gödersen Zielein. Mhm. Also, wenn Micky Hofer und Jochen Seifert sich beide dort beworben haben und Micky Jochen den Job weggeschnappt hat, war das vielleicht der Auslöser für die Tat? Mord. Nur weil er einen Job nicht gekriegt hat. Nee. Ja, die Zeiten sind eben hart geworden, mein Lieber. Und es gibt eben Menschen, die haben ein bisschen mehr Ehrgeiz als du, Watson. Wolfgang, fahr zur Gödersen Reederei und erkundige dich in der Personalabteilung nach den Bewerbungsunterlagen. Sofort? Ja. Ich habe gerade mit der Beraterin vom Arbeitsamt gesprochen. Lina Klausner hat sich ebenfalls erfolgreich beworben. Als zweiter Offizier
auf einem Kreuzfahrtschiff einer dänischen Reederei. Die starten ja alle voll durch. Allerdings hat die Beraterin gemeint, dass Lina in letzter Zeit etwas gestresst wirkte. Das Bewerbungsgespräch hat sie mehrmals verschoben, angeblich, weil sie krank war. Ich überprüfe das mal. Ey, Wahnsinn, das ist ja ein super Rechner. 2 Prozessorkerne, 4 GB RAM, 500 GB SSD, 512 MB Videospeicher. Das kostet über 2000 Euro. Stattlicher Preis für jemanden aus einfachen Verhältnissen. So, mal schauen. Das Ding ist mit einem Fingerabdruckscanner gesichert. Die Daten komme ich nicht so leicht ran. Ein bisschen mehr Ehrgeiz, Holmes. Das schaffst selbst du. Danke. Als Personalchef kriege ich hier jährlich hunderte von Bewerbungen auf den Tisch, aber so einen guten Mann wie Herrn Hofer haben wir selten. War die Stelle denn offiziell ausgeschrieben? Naja, auf unserer Homepage und auch in den Fachzeitschriften. Wobei letztlich kam die Vermittlung dann durch Professor Lübcke zustande, ein Schwager unseres Chefs. Er empfiehlt uns immer seine besten Leute. Micky Hofer war doch nicht der einzige Bewerber auf diese Stelle, nicht wahr? Nein, wir hatten über ein Dutzend Bewerbungen. Ich würde mir die Unterlagen gerne mal ansehen. Gerne. Eine Frage. War da ein gewisser Jochen Seifert auch dabei? Jochen Seifert? Also der Name kommt mir bekannt vor. Da haben wir ihn ja schon. Ja, der Herr Seifert hat sich hier auch beworben. Und zwar eine Woche vor Micky Hofer. Und wir haben ihn auch zum Vorstellungstermin eingeladen, aber letztlich haben wir uns dann doch für Herrn Hofer entschieden. Danke, Wolfgang. Frau Berg, laden Sie Seifert vor. Ich habe auch noch was gefunden. Frank Pödersen hat Micky Hofer Anfang des Jahres 2000 Euro überwiesen mit dem Betreff Krawum. Ja, das war ein kleiner interner Witz. Mickys altes Notebook ist kaputt gegangen. Es war quasi meine Schuld. Das Geld war zur Entschädigung. Damit Micky sich ein neues Notebook kaufen kann? Genau. Wie genau ist denn das alte kaputt gegangen? Das ist ein bisschen peinlich. Es war letztes Jahr Silvester. Wir haben im Wohnheim gefeiert und bei Micky in der Bude, da lagen die ganzen Böller. Und ja, dann haben wir mit Wunderkerzen experimentiert und dann sind mir die Wunderkerzen runtergefallen und dann sind uns die ganzen Böller um die Ohren geflogen. Direkt daneben lag Mickys altes Notebook. Wow, und Ihnen ist nichts passiert? Wie bitte? Ihnen ist nichts passiert? Nee, Glück gehabt. Krabum. Natürlich hat es mich geärgert, dass Micky die Stelle bekommen hat. Immerhin habe ich mich zuerst beworben. Vielleicht hat es Sie ja so sehr geärgert, dass Sie bei der Feier auf dem Schiff die Beherrschung verloren haben. Schätzen Sie mich so ein? Ich versuche mir nur gerade vorzustellen, wie es sein muss, wenn man erfährt, dass einen der beste Freund ausgestochen hat. Das tut doch bestimmt sehr weh. Ja. Und deswegen bringe ich noch lange keinen Menschen um. Ja, dann ist der Ehrgeiz, wie läuft's? Ich probiere ihn von einer externen Festplatte auszuruhen. Versuch's doch mal in der Gerichtsmedizin. Vielleicht borgen sie dir Mickys Zeigefinger. Aus Jochen Seifert ist nichts rauszukriegen. Aus dem Computer auch nicht. Der hängt immer noch dicht. Leider. Dafür habe ich was herausgefunden. Lina hat das Bewerbungsgespräch verschoben, weil sie noch bei Pro Familia war. Was? Sie ist nicht krank, sie ist schwanger. Und hat sich um einen Abtreibungstermin für übernächste Woche bemüht. Frau Klausner. Ciao, ne? Ciao. Die Kommilitonen im Wohnheim sagten mir, dass sie beim Sport sind. Ja, ich versuche mich so gut geht abzulenken. Haben Sie einen Moment? Ja, klar. Frau Klausner, ich weiß, dass Sie schwanger sind. Ich will Ihnen auch gar nicht zu nahe treten. Es ist gutes Recht, dass Sie uns davon nichts gesagt haben. Ich frage mich nur, ob es vielleicht eine Rolle spielt bei dem, was mit Micky passiert ist. Ist das Kind von ihm? Ja. Es war nicht geplant. Aber Micky wollte das Kind unbedingt behalten. Und Sie nicht? Nein. Nicht jetzt. Ich,
Ich will mich doch um meinen Berufseinstieg kümmern. Ich habe schon eine Stelle und alles. Ich weiß, als zweiter Offizier vom Kreuzfahrtschiff Grund. Ja. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich das überhaupt noch will. Was ich auch mache, mache ich falsch. Die Schwangerschaft war ungewollt. Lina Clausen wollte eigentlich abtreiben. Sie hätte ihren Job auf dem Kreuzfahrtschiff sonst nicht antreten können. Also Kinder, ich verstehe das nicht. Warum muss man denn immer gleich abtreiben? Ach, was hätten Sie denn gemacht? Prioritäten. Da muss man eben Prioritäten setzen, Frau Berg. Ach, das heißt, Sie wären zu Hause geblieben, hätten Ihren Job aufgegeben, würden aufs Kind aufpassen. Also, meine Damen, jetzt treiben Sie mich aber ganz schön in die Enge. Ich würde ganz zu unserem Fall zurückkommen. Könnte Linas Schwangerschaft ein Motiv sein? Für Lina? Das ergibt doch keinen Sinn. Entschuldigung. Aber für Jochen Seifert? Sie meinen, Jochen hat sich Hoffnungen bei Lina gemacht? Na, möglich wär's. Dass er sie mag, ist ja wohl offensichtlich. Der Job, die Frau, das Kind. Immer hat Micky alles bekommen. Und Jochen Seifert ist leer ausgegangen. Wissen Sie, dass Lina schwanger ist? Was? Also nicht? Von Micky. Das sagt sie jedenfalls. Wollen Sie sich für eine Aussage machen? Schreiben Sie das auf. Ich habe Micky Hofer getötet. Herr Seifert. Ich habe ihn mit einer Flasche in seiner Kabine erschlagen und danach über Bord geworfen. Ich war es. Ich war es. Ich. Lina, es gibt Neuigkeiten. Es sieht ganz so aus, als wäre der Fall gelöst. Was? Ja, ich weiß es von meinem Onkel. Diese Frau Stern hat gerade eben bei ihm angerufen. Jochen hat gestanden. Aber das kann nicht sein. Jochen war es doch gar nicht. Wieso bist du dir da so sicher? Ich war bei Micky in der Kabine. Nachdem Jochen Micky ins Bett gebracht hatte. Und da hat Micky noch gelebt, ganz bestimmt. Warum haben Sie uns das nicht gleich gesagt? Weil Micky und ich haben uns gestritten. Deswegen habe ich auch in der anderen Kabine übernachtet. Naja, er war total betrunken. Es ging wieder um das Kind. Er meinte, dass er mit seinem neuen Job genug Geld für uns drei verdienen würde. Und dann hat er gesagt, ich bin eine Mörderin, wenn ich abtreibe. Er wollte einfach nicht kapieren, dass es der falsche Zeitpunkt ist. Dass ich auch arbeiten will und unabhängig sein. Und jetzt fühle ich mich wirklich wie eine Mörderin. Als hätte ich ihn umgebracht. Wenn Ninas Angaben stimmen, kann es Jochen nicht gewesen sein. So, das Gefricke hat sich endlich gelohnt. Jetzt kann ich auch mal wieder was Intelligentes beisteuern. Zwei interessante Sachen. Zum einen eine Notiz in Mickys Organizer. Demnach hat er Junkers 1.000 Euro bezahlt. Und zwar bar auf die Hand. Was? Dem Personalchef von Goethes in Seelein? Genau zwei Tage nach dem Bewerbungsgespräch. Na, da bin ich mal auf seine Erklärung gespannt. Das andere ist eine E-Mail, die Micky von Frank bekommen hat. Lieber Micky, ich warne dich nochmal vor diesem Schritt. Die Konsequenzen wären für alle Beteiligten fürchterlich. Abgeschickt von Frank Gödersen am Tag vor Mickys Tod. Ich weiß. Die Mail klingt ein bisschen dramatisch. Aber es war gar nicht so gemeint. Wie war sie denn gemeint? Ich habe mitgekriegt, was zwischen Lina und Micky los war. Und eigentlich wollte ich nur das Schlimmste verhindern. Micky wollte sich an dem Abend von Lina trennen. Das hätte sie nicht verkraftet. Wollte sich von Lina trennen? Ja. Er war eben Seemann durch und durch, wie wir alle. Wir wollen die Welt sehen, die Meere, die Häfen. Dafür haben wir schließlich vier lange Jahre studiert. Dann wissen Sie ja sicherlich auch von Linas Schwangerschaft. Von der Schwangerschaft weiß ich ja. Micky hat mir alles erzählt. Herr Junkers,
Wieso nimmt ein Personalchef 1000 Euro im Bar an? Das möchte ich gerne wissen. Ich weiß nicht, wovon Sie reden, Herr Unterbauer. Und wie Sie sehen, führe ich hier gerade ein Bewerbungsgespräch. Das sehe ich. Ich kann Ihnen da auf die Sprünge helfen. Genau 1000 Euro im Bar hat Ihnen Micky Hofer 2 Tage nach seinem Bewerbungsgespräch gegeben. Können Sie sich erinnern? Ich sage Ihnen doch, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Da steht dann wohl Aussage gegen Aussage. Wobei ich nicht weiß, wie ein Toter noch aussagen kann. Bitte. Ah, interessant. Bewerbungsgespräch. Gehört das Ihnen? Gehört das Ihnen? Das können Sie bitte mitnehmen. Sie können nach Hause gehen, Sie haben die Stelle. Gratuliere. Sie haben die letzte Gelegenheit, Herr Junkers, die Wahrheit zu sagen, und zwar die ganze. Was soll ich sagen? Sie haben recht. Aber wissen Sie, Micky Hofer hat mir das Geld geradezu aufgedrängt. Er wollte diese Stelle unbedingt haben. Wohl aus familiären Gründen. Und eigentlich hätte ja Herr Gödersen Junior diese Stelle bekommen sollen. Frank Gödersen? Ja, als Familienmitglied hatte er natürlich Vorrang. Bei ihm scheiterte es dann an formalen Dingen. Irgendwie waren seine Unterlagen noch nicht komplett und deshalb haben wir ihn dann für die nächste frei werdende Stelle vorgesehen. Unterlagen, was fehlte denn? Sein Seefahrtspatent. Es hatte da wohl irgendwelche Verzögerungen gegeben. Ich habe schon mit meinem Schwager gesprochen. Natürlich ist Korruption mittlerweile auch hierzulande ein Problem. Aber im eigenen Unternehmen. Ich habe diesen Junkers immer für einen seriösen Mann gehalten. Ja, im Falle Ihres Neffen Frank hat er wenigstens einigermaßen korrekt gehandelt. Ein schwacher Trost. Können Sie sich eigentlich erklären, warum Frank sein Patent für die Seefahrt immer noch nicht hat? Ich meine, er hat doch sein Diplom bestanden, oder nicht? Ja, natürlich. Aber das geht dann immer seinen bürokratischen Gang. Sie kennen das Prozedere ja. Allerdings. Na, dann wende ich mich mal an die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bitte. Wiedersehen. Tschüss. Der WSV nachgefragt wegen dem Seefahrtpatent für Frank Gödersen. Sie haben ihm noch keins ausgestellt, weil sein Seetauglichkeitszeugnis gefehlt hat. Aber das stellt doch der Amtsarzt aus. Bei dem habe ich aber auch nachgefragt und die Sprechstundenhilfe hat gesagt, bei Ihnen wurde nie ein Seetauglichkeitszeugnis ausgestellt. Also fehlt das immer noch? Nein, weil jetzt liegt der WSV 1 vor. Ja, das stimmt doch was nicht. Asmus, rufen Sie die WSV und die sollen uns eine Kopie schicken. Warum hast du gestanden, obwohl du es nicht warst? Ich weiß auch nicht genau. Ich wollte, dass es endlich ein Ende hat. Und deshalb habe ich... Du wolltest mich schützen. Dann dachtest du also, dass ich es war? Aber... Ich verstehe das nicht. Warum? Ich hab gesehen, wie du nach mir in die Kabine gegangen bist und ich hab gehört, wie ihr gestritten habt. Und als der Bulle dann gesagt hat, dass du schwanger bist, hab ich alles kapiert. Micky war doch nie der Richtige für dich. Früher oder später hätte ich doch eh sitzen lassen. Du hast nichts kapiert, Jochen. Gar nichts. Wieso denkt ihr Jungs eigentlich immer, ihr wüsstet, was das Richtige für mich ist? Ja, aber... Micky wollte das Kind. Ich war diejenige, die es nicht wollte. Deswegen haben wir uns gestritten und nicht, weil Micky mich verlassen wollte. Das Zeugnis attestiert Frank Gödersen uneingeschränkte Seetauglichkeit. Werte sind optimal. Unterschrift und Stempel des Arztes stimmen auch. Moment mal, es wäre aber ein Riesenzufall.
Blutgruppe AB negativ. Hm. Die gleiche, die Micky Hofer hat. Na und? AB negativ ist die seltenste Blutgruppe. Die hat einer von 100. Überhaupt. Außer Name und Anschrift ist das gesamte Zeugnis identisch. Wie selbst die Unterschrift und der verwischte Stempel. Soll das heißen, dass Frank Güdersens Zeugnis gefälscht ist? Mit einem Scanner und ein bisschen digitaler Bildbearbeitung ist das heutzutage gar kein Problem mehr. Ich habe Micky Unrecht getan. Wenn du Hilfe brauchst. Ist schon gut, Jochen. Weißt du, was mich echt fertig macht? Dass wir immer noch nicht wissen, wer Micky getötet hat. Ist doch Frank. Frank! Der Amtsarzt konnte das Sehtauglichkeitszeugnis nicht ausstellen. Frank Güdersen hört auf dem linken Ohr nur noch zu 40 und auf dem rechten Ohr zu 60%. Mit diesen Ohren darf der auf keinem Schiff der Welt arbeiten, das sage ich dir. Die Schädigung muss irgendwann in jüngster Vergangenheit passiert sein. Naja, klar, der Unfall an Silvester, bei dem Mickys altes Notebook kaputt gegangen ist. In nächster Nähe von Frank sind mehrere Feuerwerkskörper explodiert. Der behauptet, ihm sei nichts passiert. Vielleicht wollte er seine Schwerhörigkeit einfach nicht wahrhaben. Bis der Hörtest beim Amtsarzt ihn mit der Wahrheit konfrontiert hat. Deswegen hat er das Zeugnis gefälscht. Und hat Mickys Zeugnis als Vorlage benutzt. Für Frank muss eine Welt zusammengebrochen sein. Schließlich stand für ihn und seine Familie immer fest, dass er eines Tages ein Schiff führen wird. Jetzt wird auch der Sinn seiner E-Mail an Micky klar. Ich warne dich nochmal vor diesem Schritt. Die Konsequenzen wären für alle Beteiligten fürchterlich. Micky war hinter Franks Fälschung gekommen und hat Frank gedrängt, die Wahrheit zu sagen. Wir nehmen Frank Güdersen fest. Frau Berg, wir fahren zur Hochschule. Frau Stern, wenn wir ihn nicht gleich kriegen, rufen Sie Lina Klausen und Jochen Seifert an. Was ist denn los? Was soll denn los sein, verdammt nochmal? Ja, wo willst du denn hin? Irgendwohin. Einfach weg. Ist doch egal. Ich brauche mal eine Auszeit nach allem, was passiert ist, okay? Und was ist mit Mickys Beerdigung? Wir wollten doch... Ja, hallo? Stern hier. Frau Klausner, wissen Sie, wo Frank ist? Ja, ich bin dabei. Sie haben Travemünde. Alles klar. Lina, hören Sie mir gut zu. Es ist jetzt wichtig, dass Sie sich normal verhalten. Frank... Darf ich nicht wissen, dass ich mit Ihnen gesprochen habe? Bitte, Sie müssen jetzt einfach ruhig bleiben. Wir sind sofort bei Ihnen. Okay, legen Sie einfach auf. Ja, okay, mach ich. Was ist denn los? Wer war denn das? Eine Freundin, nichts Wichtiges. Was für eine Freundin? Nichts Wichtiges, sag ich doch. Kapitän Stern hier. Frank Güdersen ist im Seehafen von Travemünde. Seehafen Travemünde. Schickt Verstärkung vorbei. Wir sind gleich da. Ende. Geben Sie Gas. Wahrscheinlich versucht er, sich abzusetzen. Aber was ist denn jetzt mit Mickys Beerdigung? Muss eben ohne mich stattfinden. Aber er war doch auch dein Freund. Ach ja? So hat er sich aber nicht verhalten. Was hat Micky dir getan? Lass mich in Ruhe. Du hast ihn umgebracht. Du warst es! Du hast ihn umgebracht! Du warst es! Du Mörder! Frank, stehen bleiben! Hände hoch! Kein Schritt weiter! Lassen Sie sie los, sie machen alles nur noch schlimmer. Ich will freies Geleit mit einem Boot. Wo wollen Sie denn hin? Der gesamte Hafen ist abgeriegelt. Dann stirbt Lina eben auch. Lina hat damit nichts zu tun. Das war eine Sache zwischen Ihnen und Micky. Ja, genau, verdammte Scheiße. Micky ist an allem schuld. Was mischt er sich eigentlich ein, bloß weil ich sein Zeugnis kopiert habe? Hätte der nicht gedroht, mich anzuzeigen, dann wäre das alles nicht passiert. Und Sie könnten zur See fahren. So wie Ihr Vater und Ihr Großvater. Hören Sie, Frank. Wir wissen, wie viel Ihnen das alles bedeutet hat.
Auch wenn der Weg falsch war. Aber bitte, lassen Sie Lina jetzt gehen. Sie wussten, dass Frank kein Sehtauglichkeitszeugnis hatte. Und sie haben es uns ganz bewusst verschwiegen. Weil sie mich von Anfang an geahnt haben, was passiert war und weil sie ihren Neffen schützen wollten. Wissen Sie, Frau Stern, es gab wahrscheinlich niemanden außer mir, der Frank so gut verstehen konnte. Auch ich habe mal davon geträumt, zur See zu fahren. Dass dann aus der Brücke ein Katheder wurde. Das hatte mit meiner Krankheit zu tun. Diabetes, seit ich 16 bin. Eigentlich wollte ich Kapitän werden. Kapitän oder Professor? Sie waren ein Vorbild, Sie waren mein Vorbild. Das hätten Sie nicht tun dürfen. Ich habe Sie enttäuscht, ich weiß. Und nicht nur Sie. Ich habe mich entschlossen, meine Ämter hier aufzugeben. Ja, aber das macht leider nichts ungeschehen. Frau Stern! Hallo! Hallo. Ich wollte mich noch bei Ihnen bedanken. Dafür, dass Sie mir zugehört haben. Gern geschehen. Und ich habe mir überlegt, dass ich das Kind behalten will. Oh, Glückwunsch. Ja, es ist das, was ich noch von Micky habe. Und irgendwie kriege ich das schon alles hin. Wer sagt denn schließlich, dass Mütter nicht zur See fahren können? Solange man die richtigen Freunde hat. Komm, ihr reißt euch heute Abend mal zusammen, ja? Ja. Also, Prost. Prost. Bis dann. So, Freunde, ich will euch weinen hören. Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss ist alle Wiederkehr. Die Zukunft liegt in Finsternis. Und macht das Herz uns schwer. Der Himmel hört sich über das Land. Ade, auf Wiedersehen. Wir ruhen all in Gottes Hand. Lebt wohl, auf Wiedersehen. Den Abschied, Brüder, schließt den Kreis. Das Leben ist kein Spiel. Nur wer es recht zu leben weiß, gelangt ans Ohr. Die anderen wecken. Los, Freunde! Raus aus den Kojen! Alle Mann an Deck! Frühstück fassen! Sie schon sehen, was sich da verfangen hat, Frau Stern. Noch nichts Genaues, aber da hängt definitiv was dran. Morgen. Aufstehen. Ihr Schnarchnasen. Kaffee ist fertig. Hey, ach, die Kieler. Haben Sie schon spät. Micky? Thank you.
der Himmel wölbt sich übers Land. Ade, auf Wiedersehen. Wir ruhen all in Gottes Hand. Leb wohl. Guten Morgen. Hast du was gesagt? Ja. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Kannst du mal bitte das Licht ausmachen? Hier, nimm. Ich wollte sowieso gerade... Die Küsten eines Landes sind offene Grenzen. Offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich die Bundespolizei, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache. Kinder zuerst. Okay, das passt schon. Micky, ich kann selbst auf den Platz passen. So. Jo. Was ist los? Hier, nimm. Auf die Kapitäne der Zukunft. Auf die Kapitäne. Schläft er in irgendeiner Ecke seinen Rausch aus? In was denn für einer Ecke? Ich habe das Boot dreimal abgesucht. Vielleicht liegt er ja schon längst zu Hause, schön gemütlich in seinem Bett. Und wie soll er da bitte schon hingekommen sein? Ohne Beiboot und alles. Außerdem würde Micky sowas nie tun.